Hallo Leute! Sommer, Sonne, Strand und Meer, was gibt es eigentlich Schöneres? In diesem neuen Video von mir stelle ich euch die polnische Ostsee vor. Was kann man hier so alles unternehmen? Was für Sehenswürdigkeiten gibt es? Und ja, falls ich das ein oder andere nicht richtig ausgesprochen habe, ist es halt so. Weiter geht's nach dem Intro. In diesem Video werdet ihr die polnische Ostseeküste um den Ort Rewal kennenlernen. Wir werden die Stadt Pobirowo und das vermeintliche Ferienhaus von Eva Braun kennenlernen, eine Kirchenruine und die Fischerboote von Rewal besuchen. Natürlich darf der Ferienort Rewal auch nicht fehlen. Außerdem steht der Leuchtturm und die Flussmündung von Nichorce auf unserem Besuchsplan. Den Hauptgrund für unseren Urlaub an der Küste sehen wir gleich zu Beginn. Nämlich den wunderschönen Strand. Was gibt es Schöneres, als am Strand kilometerweit spazieren zu gehen? Einfach herrlich! Baywatch in Action. Sie sorgen für unsere Sicherheit. Einfach herrlich. Dieser kilometerlange Strand. Am Strand gibt es teilweise auch diese Bars, an denen man fantastisch den Abend ausklingen lassen kann. Nanu, wer hat sich denn da verirrt? Ein Komoran am Strand, der sich sonnt. Bei passendem Wetter können manchmal aus kleinen Wellen große Wellen werden. Heute Morgen erkunden wir die Umgebung mal mit dem Fahrrad. Mal gucken, was uns so erwartet. Als die Kirche in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut wurde, soll sie noch relativ weit von der Küste entfernt gewesen sein. Die Gezeigten nagten die vielen Jahre immer mehr an der Steilküste, sodass die Kirche 1855 nur noch wenige Fuß vom Steilufer entfernt war. 1901 ereignete sich der erste Absturz von Teilen der Kirche. Direkt bei der Kirche befindet sich auch eine tolle Aussichtsplattform. Durch den kleinen niedlichen Ort fahren wir weiter an der Küste Richtung Osten. Der Leuchtturm ist ca. 45 Meter hoch. Auf sehr schön ausgebauten Radwegen geht es nun wieder zurück Richtung Rewal.
westlichen Teil von Reval können wir diese tollen, aktiven Fischerboote bewundern. Auch von dieser Aussichtsplattform, die sich in Reval befindet, haben wir einen tollen Blick auf die Boote und natürlich auf den Strand. Heute erkunden wir die Stadt Pobirovo. Pobirovo und die weiteren Ortschaften der Landgemeinde Reval zählten in diesem Jahr erneut zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Polen. Hier gibt es viele Restaurants, Bars, Geschäfte und noch vieles mehr. Bei diesem Haus steht alles auf dem Kopf. Es kann auch besichtigt werden. Auch ein sehr uriges Haus, oder? In dem Ort Reval starten wir bei Romeo und Julia. Danach geht es weiter zum kleinen Prinzen, der auf der Weltkugel steht. Frühmorgens sind noch nicht die Geschäfte offen, dafür ist es aber sehr schön einsam. Im Zentrum von Reval bewundern wir diese zwei Wale und auch die tolle Aussichtsplattform. Von hier aus hat man abends eine mega Aussicht auf den Sonnenuntergang. Leider ist man nicht ganz allein. Natürlich gibt es hier auch reichlich Restaurants, wo man was Leckeres essen kann. Massenhaft Geschäfte zum Shoppen sind natürlich auch obligatorisch. Manche behaupten, dass hier in den 40er Jahren die Ehefrau von Hitler gewohnt hätte. Andere glauben es nicht. Tatsächlich steht in Pobirovo eine Villa, Eva-Braun-Häuschen genannt, die besonders von deutschen Touristen gerne besucht wird. An manchen Tagen ist es düster und windig. Das ist die perfekte Gelegenheit, sich an den Strand zu setzen, die Wolken und die Vögel zu beobachten, wie sie ihr Futter suchen. Yeah.
Das Schöne an der Küste ist, dass das Wetter sehr schnell wechselt. Und so folgt auf Regen wieder Sonnenschein. Wenn man in der Nähe von Nichroze ist, kann man diese kleine Flussmündung besuchen. Leider hat es an diesem Tag sehr, sehr stark geregnet, sodass der Besuch doch recht kurz wurde. Heute keine Lust auf Strand? Dann kann ich eine kleine Tour durch den Wald empfehlen. Es handelt sich dabei um einen Kiefern- und Mischwald, der mit sehr tollen Radwegen ausgestattet ist. Fahrräder kann man sich übrigens fast überall leihen. Aber auch zu Fuß oder als Joggingrunde ist der Wald sehr schön geeignet. Was natürlich absolut nicht fehlen darf, ist der mega coole Sonnenuntergang. Einfach genießen. Und ist das nicht der absolute Hammer? Einfach mega, dieser Kilometer feinsandige Strand, an dem man stundenlang entlanglaufen kann. Also mir hat es auf alle Fälle gefallen, einfach mal so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Aber ansonsten auch die Sehenswürdigkeiten fand ich auch ganz nett. Und ja, Essen und Trinken ist im Vergleich zu Deutschland auch noch sehr, sehr günstig. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann wisst ihr, Daumen nach oben, meinem Kanal folgen und bis zum nächsten Mal.